So, da haben wir wieder eine. Das ist, glaube ich, schon der 9. Versuch. Und ich werde jetzt mal gucken, ob es was bringt, wenn ich gleich, wenn die stark verletzt ist, mein mein Tierchen wegtun. So. Hier, hallo. Scheiße, was machen denn die Viecher jetzt hier? Hey. Hey. Komm zu mir, Mann. Du sollst zu mir kommen. Ja. Wo ist er? Okay. Oh Gott. Mache ich dir irgendwelchen Schaden? Jetzt nicht so großartig, ne? Wo ist das Vieh? Passiert da was? Komm schon, ich muss das Vieh treffen. Bitte, komm! Was ist los hier? Wie schaut's denn aus? Ach, ich habe jetzt keine Zeit da zu gucken, wie die aussieht. Die müssen einfach... Ja? Komm. Ich sehe kaum noch was. Aber die kriegt ordentlich auf die Fresse. Hallo? So, wie sieht's aus? Ich sehe nichts mehr. Das war vielleicht nicht so eine dufte Idee. Diese Dinger, genau, die habe ich nämlich auch noch eingesteckt jetzt mal. Mann, da kommen doch nur diese scheiß Nebenmesse. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich will nicht diese Nebenmesse hier. Ich will das Vieh hier. Komm, auf den Fuß. Das Vieh muss ich plätten. Hau nicht ab. Hau nicht ab. Oh, meine Gesundheit geht auch langsam in den Bach runter. Komm schon. Wie lange dauert das denn? Mmh.
muss doch jetzt mal klappen, ey. Bringt irgendwie alles nicht viel. Wenn diese scheiß Nemesis-Viecher nicht aufhören würden, hier abzuspawnen. Gut, dass ich jetzt mein Gewehr hier habe. Komm schon, wie sieht's aus? Ach, die hat immer noch so viel. Ich muss da drauf fallen. Komm schon. Keine Munition mehr! Och Mann! Jetzt komm schon mit deinem ollen Schwanz und piekst mich endlich hier. Nicht zu fassen. Nein! Ach, fick doch die Henne!
So. Verarschen oder was? Ja! Ja! Oh mein Gott, wir werden gestochen! Oh mein Gott! Wir wurden soeben geschwängert! Oh mein Gott, es hat funktioniert! Der Rechner hängt. Oh nein! Oh, was war das denn jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Oh, oh, ich muss mal ganz schnell zurück. Okay. Es hat funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Und ich muss hier aus diesem Dings raus. Okay. Okay, wir gehen zurück. So. Wir wurden teleportiert, wir haben 8 Minuten Zeit. Ich bin aber fast tot, das ist natürlich ungünstig. Habe ich irgendwas, was ich essen kann? Ich habe hier nichts Vernünftiges, ne? Ja. Das bringt nichts. Das ist natürlich alles doof. Okay. So. Also, jetzt hat uns das Vieh gebissen. Das heißt, man darf also tatsächlich nicht in der Nähe, man darf sein Pet nicht auf der Schulter haben. Das leuchtet. Das hält die scheinbar vom Stechen ab. Das war jetzt nämlich der 8. oder 9. Versuch, den wir gemacht haben. Ich bin sehr aufgeregt. Und jetzt müssen wir hier ganz schnell irgendwie XP farmen. Denn da unten sieht man Offspring XP. Hier ist gerade ein Level hochgegangen. Durch das Sammeln von XP kriegt das Tier nämlich dann Erfahrung. Sonst sind wir nämlich nur Level 1. Also sonst wäre der, denke ich mal, nur Level 1. Jetzt ist er schon Level 75. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Und ich wundere mich, warum jetzt in letzter Zeit hier immer der Server so kaputt ist. Merkwürdig. Das ist neu. Ich weiß nicht, ob das so ein Update jetzt ist oder was da passiert ist.
Bin mir nicht sicher. Wegen zu vieler Mobs. Komisch. So, vor lauter Schreck habe ich in dem Moment gar nichts gesagt, als wir da am Kämpfen waren. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Also, man holt sich, wie gesagt, nochmal, um das mal kurz aufzuschlüsseln. Man holt sich gute Rüstung, am besten so ein Schild. Dann suche man sich eine Reaper Queen. Macht die mit seinem Drachen am besten so weit runter, dass die nur noch maximal, weiß ich nicht, 10% oder so von ihrer Gesundheit hat. Ich habe gelesen, 2500 oder so. Unter 2500 HP sollte die haben. Das konnte ich jetzt nicht genau sagen. Danach trenne man sich von seinem Drachen und von seinem Leuchtepad und kloppe dann so auf das Vieh drauf und hoffe, dass es einen sticht. So, wir sind immer noch auf Level 75. Naja, immerhin. Also Level 75 ist doch super. Wenn das wirklich Level 75 werden sollte, die Reaper Queen, dann holla die Waldfee. So, warum ist denn der Drache so erschöpft? Wo ist, was ist denn hier? Was ist überhaupt los? Das ist alles ganz komisch. Das muss man wegschmeißen. So. Sekunde mal. Drache. Ist mal Klamotten. So, jetzt... Ach, wir haben noch 4 Minuten. Leute. Wo sind denn die Spinos, wenn man sie braucht? Okay, ich mach mal hier Schnellflug. Die bringen nichts. Was ist da los, ey? Was hakt denn das so? Wir suchen uns noch den einen oder anderen Spino. Die bringen immer viel XP. Noch Level 75, weiß nicht, vielleicht geht's auch nicht höher. Es geht scheinbar gar nicht höher, geht's nicht höher. Ich, nee, okay. Gut, dann lassen wir das bei Level 75. Der kriegt da nicht irgendwie nicht mehr Erfahrung, sehe ich gerade. Aus welchem Grund auch immer. Schauen wir mal, wir fliegen zurück. Wir haben noch 3 Minuten. Sehr aufgeregt. Und jetzt muss alles glatt gehen. Was? Na. Rein da. Ach komm, ey. Auch viel so komisch rumzutanzeln. So, ich stelle mich mal eben hier ab. Okay, wir haben dies, wir haben jenes, wir haben Fleisch, wir haben alles dabei. Genügend Fleisch. Ich glaube, das Vieh frisst Fleisch, ich bin mir nicht sicher. Ich meine schon. So. Außerdem setze ich mir jetzt mal meine Klamotten wieder an. So. Das kann ich wegräumen. Das Schild kann ich auch mal jetzt mal wegtun hier. So. Mein Leuchtfreund tue ich auch mal weg. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber sicher ist sicher. Wir begeben uns hier rein. Licht leuchtet, ne? Es sieht so dunkel aus. So. 2 Minuten. Das ist das Zeug, was wir gleich nehmen müssen. Ich bin sehr gespannt. Oh, wir werden schon dick. Oh ja. Wir kriegen definitiv einen dicken Bauch. Ist ja lustig. Ich muss essen. Wir haben scheinbar Hunger.
Okay. So, jetzt warten wir zusammen noch die Minute. Ich fress mir hier einen Bären. So, eieieiei. Werd immer dicker. Es wächst und gedeiht. Ach, warte mal. Wir ziehen uns mal aus. Das möchte ich doch mal gerne sehen hier. So. Ui. Wie sehen wir denn aus? Nach 47 Sekunden. Ich fress mir schon mal so ein Zeug. Diese Pheromone muss man wohl vorher essen. Ansonsten wird man direkt von seinem Nachwuchs gekillt. Und das möchten wir natürlich nicht. Und wir müssen uns damit die ganze Zeit einnebeln, solange wir da hier in der Nähe von dem Vieh sind. So, schön. Schön sieht das aus. Igittibär. So, wie, was sagt die Zeit? Noch 17 Sekunden. Ich bin sehr gespannt. Vier. Zwei. Eins. Oh nein! Es schlüpft! Oh mein Gott. Bleib stehen! Bleib stehen! Hier, du kriegst Fleisch. Fleisch! Ist es meins? Es gehört zu mir. Oh, der hat uns fast gekillt. Guck mal. Das heißt, hätten wir jetzt nicht das Pheromon, wäre sofort tot gewesen. Wären wir sofort tot gewesen. Also, wir schauen uns das jetzt an. Ist er am Fressen? Er frisst. Das ist sehr schön. Er frisst. So, ich setze mir mal meine Hut auf. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin dein Papa. Hey. Hey, Kleiner. Willst du mit mir spielen? Wir haben einen King. Ein Level 84, Baby? Krass. Was macht denn er da unten? Kann ich den irgendwie hier anpfeifen? Weil ich weiß. Er lässt sich nicht anpfeifen. Lass dich mal anpfeifen, Kollege. Oh, hä? Er ist. Jetzt lässt er sich anpfeifen. Okay. Er muss anscheinend erst jugendlich sein, dann lässt er sich anpfeifen. Wow! Und blau ist er auch noch. Coole Farbe! Verhalten, Wandern deaktivieren. Verhalten, Greife zielen ist okay. Reaper King, ich will den gar nicht umbenennen. Das ist meine Reaper King. Was soll ich den umbenennen? Ich könnte ihn. Okay, das ist natürlich ein Name. Ich nenne ihn Jack. The Reaper. was? Jack the Reaper, so. Und da ich ja das Wachstum und so hochgestellt habe, geht das auch recht flott hier. Wie geil. So, komm mal her. Kollege. Bleibt stehen. Jetzt haut er nicht mehr. Aber ich lasse ihn trotzdem hier drin. Wir sind bei 20%. Aber sieht der cool aus. Ich muss die Maske abnehmen. Eine Maske ab hier. Außerdem sollte ich noch eine Pheromone nehmen. So.
Hi. Gut siehst du aus. Gut siehst du aus, mein Kleiner. Was kann ich denn noch mal hier? Kann ich mal hier sowas? Oh, Stückchen holen oder was? Hä? So. Cool, cool, cool. So, also, so holt man sich also einen Reaper. Einen Sattel braucht man dafür auch nicht für das Tier. Boah, war das eine schwere Geburt. Aber hätte ich das mal eher gewusst. Eine schwere Geburt, ja. Es ist sogar, ja. Merke ich jetzt selber gerade. Das ist ein schönes Wortspiel. Es war wirklich eine schwere Geburt. Man muss nur wissen, dass man, seinen Leuchtikus auf der Schulter wegtun muss, ja? Oder ausmachen zumindest. Sonst stechen die scheinbar nicht. Also ich schätze mal, daran hat es gelegen. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Krass. Na gut, ich hole ihn mal raus. Komm mal raus hier. Kannst du noch laufen? Okay. So. Und dann steige dazu. Also der ist ordentlich am Fressen. Sieht so aus, ne? Ja, sieht so aus. Kriegt alles, was er braucht, der Junge. Okay, wir nehmen uns natürlich die schicken Schuhe und wir machen hier mal ab und da mal ab. Ich setze den mal auf. So. Hey, guck mal, hier ist dein Papi. Achso, warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Lampion hier hole? Stirbt der dann? Nicht gut. Okay, das sollte ich wohl weglassen. Das sieht cool aus. Ja. Sehr schön. Hey. Willst du mich jetzt beißen, sag mal? War das ein Liebesbiss? Ja, fein. Ja, fein. Ja, bist du ein Feiner? So. Okay, es geht gleich weiter, sobald er ausgewachsen ist. So, und da sind wir auch schon wieder. Hier ist er. Hell yeah, Baby. Er ist gerade eben ausgewachsen. So, dann schauen wir uns das doch mal an, den guten Jungen. Wie schauen denn die Stats aus? Boah, Level 84. Das sieht schon nicht schlecht aus, also. Für den Anfang, wir gucken mal, wir setzen uns mal drauf. Lass mich mal reiten, Kleiner. So, wie sieht denn das aus hier? Sehr cool.
Wir dampfen immer noch vor uns hin. Okay, dann gucken wir mal, was wir mit dem... steigt direkt das mal auf. Direkt erstmal auf 22.000. Ja, nee, ist klar. So. Wir bewegen uns einfach mal raus. Der kann auch... der kann auch hüpfen. Das ist schon mal gut. So, ich bewege mich als erstes mal. Was kann der denn alles? So, da kann er mit seinem Schwanz auf... rechte Maustaste geht das mit dem Schwanz. Das ist hier der Biss. Was haben wir sonst noch? C macht er die Drehung. Alles klar. So. Ich gehe jetzt erst mal kurz hier zu der Blume. Oh. Bringt das was? Es scheint was zu bringen. Ich weiß gar nicht, wir müssten gleich mal testen, ob ich jetzt hier meinen Leuchtekäfer eigentlich benutzen kann. Oder ob der dann anfängt, Probleme zu bekommen. Komm. Komm, stuf dich mal ein bisschen schneller hoch hier, ja? Das wäre sehr nett. Ja, danke schön. So. Wer es noch nicht wusste, hier an den Blumen, das sind quasi ja, HP-Aufladeboxen. Ne? Muss ich daneben stellen, sobald da auch diese komische Zunge rauskommt und man sein Pad ein bisschen force-feedet, kriegt man ratzfatz seine XP wieder, seine HP wieder voll. Eieiei, der ist ja sowas von über. So, wir gucken mal. Geht das auch schneller? Kann ich mich eigentlich auch verbuddeln? Ich weiß es gar nicht. So schon mal nicht. So, hier. Wer kriegt erstmal einen ab? Wir beißen uns mal hier ein bisschen durch. So, dann machen wir mal den hier. Ratzfatz. Alles, was nicht bei 3 aus dem Wasser ist hier. Schön, schön, schön. Das geht doch recht gut. Ach du Heiliges. Was? 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 Oh Gott. Ja. Das ist doch mal... also... den kriegt man sehr schnell sehr weit hoch. Muss ich feststellen. Okay, wir rennen mal mit dem bisschen rum. So, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenigstens, wer jetzt alles weiß, kann ja abschalten. Und ich danke fürs Zusehen, aber ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, um so einen Reaper zu bekommen, muss man sich von einer Reaper Queen schwängern lassen. Das tut sie quasi als letzten Akt, kurz bevor sie verreckt. Dazu nehme man sich seinen Drachen oder was für ein hochgeleveltes Tier auch immer. Sein Leuchtetier auf der Schulter. Am besten eine sehr gute Rüstung und ein SWAT-Schild. Dann gehe man auf Reaper Queen Suche. Diese tut man dann einfach so lange malträtieren, bis sie von der HP schätzungsweise ja kurz vor um ist, ja, also bis sie völlig blutüberströmt ist, oder man nimmt oder man guckt halt mit seiner Lupe oder so, dass sie noch am besten unter 2500 HP hat. Dann trennt man sich von seinem Pet und auch von seinem Leuchtepet auf der Schulter. Das sollte zumindest nicht mehr leuchten, also dass die Reaper Queen sollte nicht mehr im Licht sein, wo sie anfängt zu dampfen. Dann haut man noch ein bisschen auf herum, solange bis sie sauer ist und anfängt zu leuchten irgendwie. Leuchtet, wird die ein bisschen, die glüht ein wenig dann vor sich hin, wenn sie sehr sauer und aufgeregt ist. Und wenn sie dann kaum noch HP hat und man Glück hat, sticht sie einen mit ihrem Stachel, schnappt dich und presst ihre kleine
Reaper-Larve in deinen Körper. Damit begibst du dich schnell aus der Gefahrenzone. Am besten irgendwo, wo keine Radioaktivität mehr herrscht. Dann solltest du, solange du das Tier im Bauch hast, Tiere killen gehen, Level killen, denn nur so bekommt das Tier später ein Level, das wird dann auch unten angezeigt. Also du kriegst quasi immer eine Level 1 Larve oder Level 0 Larve in deinem Bauch, keine Ahnung. Und erst wenn du mit, also wenn du quasi schwanger in den Kampf gehst und Tiere killst und XP farmst, bekommt auch, ja, der Embryo in dir, bekommt dann auch XP und dann steht dann, wie viel Level er aufsteigt, wenn er denn dann später geboren wird. Dann solltest du vorher am besten schon, bevor du das Ganze angefangen hast, solltest du bereits einen ausbruchsicheren Brutkäfig machen. Am besten einen Raum aus Metall. Dann solltest du bereits die Reaper-Pheromone, die du da unten bei mir im Slot 1 siehst, die solltest du vorher von Reaper-Queens gefarmt haben. Indem du sie killst, dann kriegst du ab und zu mal solche Pheromone. Alter, ist ja Wahnsinn. So, bevor ich jetzt hier... dann kriegst du solche Pheromone. So, und dann guckst du, dass du, wie gesagt, gut dich auflevelst mit dem Reaper-Baby und solltest dich sonst keinerlei Gefahren mehr aussetzen, würde ich mal sagen. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn man sich irgendwelchen Umgebungsgiften aussetzt. Was weiß ich, in Pilze treten oder... ja, was auch immer passieren kann. Ertrinken, also Sauerstoffmangel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dem Baby schadet. Man sollte es vermeiden. Und dann begibst du dich in deinen Metallkäfig. Und kurz bevor das Baby schlüpft, nimmst du die Pheromone zu dir, damit du nach Reaper stinkst. Ansonsten bist du instant tot, sobald das Tier aus deinem Bauch platzt. Wenn es aus deinem Bauch platzt, wird es dir sowieso fast die komplette Lebensenergie abziehen und du bist sowieso halbtot. Von daher würde es dir mit einem Schlag den Rest geben. Also Pheromone schlucken, wenn du bei dem Tier bist, und wenn du bei dem Baby bist, lass dein Leuchtepad weg, sonst hast du auch nicht viel Spaß von dem Tier, ne? Und dann gibst du dem Fleisch und wartest, bis er ausgewachsen ist. Und dann ist alles gut. Und dann hast du einen prächtigen Reaper King. Wie ich hier den Jack the Reaper. Und der ist von den Stats doch... ja. Ja. Sehr. 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 Imba. Und er kann sich vergraben. Und wir holen mal unser Leuchtetier jetzt. Zum Schluss testen wir noch, ob ihm was passiert, wenn er ausgewachsen ist. So, hier ist unser Reaper. Wir holen ihn einmal raus. Er fängt an zu qualmen. Und fuck. Okay. Jetzt weißt du, du solltest dein Leuchtetier weglassen. Ein Quatsch. Blödsinn. Sekunde nochmal. Der war ja nicht aufgeladen. Naja, ich habe den ja gerade erst aufgestuft. So, wir gucken mal. 31, 33. Nee, alles klar. Okay, tut ihm nichts. So, meiner ist jetzt natürlich nicht geprägt, weil ich die Aufzuchtzeit natürlich hochgestellt habe. Und wie man sieht, also wenn er ausgewachsen ist, kann das Leuchtepad ihm scheinbar nichts mehr anhaben. Dem eigenen Reaper. Das ist gut. Das sollte man aber bei der jungen Brut vermeiden, und wie gesagt, um sich stechen zu lassen, darf man auch kein Leuchtepad dabei haben. Zumindest am Ende nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier an der Stelle. Mit dieser Folge und überhaupt, und ja, schauen wir mal, was als nächstes noch ansteht. Ich werde das Spiel nochmal heavy modden und dann mal gucken, was man da noch so machen kann.
Das wollte ich schon immer mal gemacht haben. Es gibt ja auch irgendeine Mod, wo man irgendwie nur Alpha-Tiere, wo man auch Alpha-Tiere tamen kann und sowas würde ich alles mal gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ob direkt im Anschluss oder später, aber ja. Vorerst denke ich mal hier an der Stelle die letzte Folge, aber es wird definitiv noch was von Ark kommen. Es kommt ja auch noch dieses Jahr ein weiteres DLC. Spätestens dann, aber ich denke, ich werde vorher schon nochmal mit ein paar Mods rumspielen und da was zu zeigen. Ja, ich bedanke mich bis hierhin fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und jetzt hier auch mit ein paar nützlichen Tipps. Und ja, vielleicht schaust du mal woanders rein in einem anderen Let's Play von mir. Würde mich freuen. Und ich sag mal, bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss.